Hallo. Wir haben eine Radlader gekauft, die unter Wohnmobil relativ verkauft macht. Also es sind 2x100 Watt Solarpanel. Wir haben hier einmal die Dachspoiler. Die können entweder verschraubt werden oder in unserem Fall verkleben wir sie drauf. Dann haben wir hier die Solarkabel. Kabel, wovon die Solaranlage rein runter geht zum Spannungswandler. So. Kann man hier an diesem Rand auf dem Dach runter. Die Dachdurchführung. Von dieser. Kann man rein. Hier in den Spannungswandler rein. Spannungswandler runter in die Batterien. Batterien haben wir original zurzeit noch eine 95 Amperestunden Batterie drin. Es kommt eine Zusatzbatterie mit 120 Amperestunden. Als eine Solaranlage auf die originale Batterie und die andere Solaranlage auf die neue Zusatzbatterie. Die wir relativ am Tag stehen können. Dann kommt ein Spannungswandler von 12 Volt auf 230 Volt ran, dass wir auch Kleingeräte laden können, wie Handys, Kamera oder Notebook. Ja, dafür gehe ich gleich einmal ganz kurz ran ins Wohnmobil. Das wäre es. Wie gesagt, hier ist die originale Batterie. Ist schon eine Zyklusstarke, ist für uns leider Gottes zu klein, zu wenig Leistung. Die zweite Batterie kommt hier unten ran. Heißt, man müsste hier dieses wegbauen, das wegschrauben, dass man hier unten reinkommt. Jetzt ist relativ versorgt und kommt mit einem Zusatzkabel hier ran. Also die Leistung wollen wir ja nicht erhöhen, sondern einfach, dass wir mehr Strom beziehen können und länger auskommen. Ja, jetzt kommen hier noch ein paar andere Umbauten noch rein. Wie gesagt, im Eröffnungsvideo hinten nach kommt da noch ein Etagenbett. Da müssen wir noch schauen, wie genau wir das machen. Dann werden hier noch die ganzen Lampen hier noch als LEDs umgebaut. Hier ist eine, hier zwei und hier drinnen. Hier habe ich heute noch festgestellt, der eine Druckknopf lässt sich nicht betätigen. Dieser wird auch noch in einem anderen Video ausgewechselt. Hier hat es noch zwei Lampen und hier oben noch eine. Das wird alles noch in einem anderen Video, wie gesagt. Ja, wie wir vorne sehen, haben wir vorne noch den Wassertank. Der läuft hier unter die Sitze durch im Fußbereich. Läuft einmal hinter dem Beifahrersitz, einmal unter dem Fahrersitz. Hier ist das Ablassventil, dass es mal im Winter mal stehen sollte, aber wir wollen das Teil ja im Winter ja bewegen. Hier unten haben wir einen Wechselrichter von 230 auf 12 Volt. Der zickt momentan ein bisschen, dann muss ich noch schauen, was genau da der Fehler ist oder wird vielleicht ausgewechselt. Ja, wie kann man unten sehen. Ja, und danach haben wir den Grauwassertank. Hier
Mehl. Hier mit dem Ablass. Dann werden wir mal schnell unten reinschauen. Hier sieht man ihn. Ja. Noch ein bisschen was zu tun. Eben die Markise wurde für den Griff aber abmontiert. Der hat auch noch ein, zwei Macken, ich schließe nicht ganz. Hat auch noch gemacht. Ja. Ich habe noch einiges zu tun, bevor die Reise losgeht. Ich hoffe, ihr folgt uns und seid dabei, wenn wir den Umbau tätigen und starten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.